So, Kette. Du hast vorhin gesagt, du bist so stark und kannst dich irgendwie hochziehen. Wupf. Kann es sein, dass dieser schöne Organon einfach ein Mülltransporter ist, von dem die Elysianer ihren Müll auf Deponia runterschmeißen? Nochmal hochziehen, vermute ich jetzt. Bezweifle das. Das ist eine gute Idee, ist nicht so einzige. Jetzt kann man in den Schacht rein, ja. Schacht. Gut. Ich werde gleich wieder ausgespült. Ah nee, ich komme oben raus, da liegt. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. So, Inventar ist weg. Flammenwerfer, Schraubenschlüssel und Sattel. Zahnräder. Komm ich da hin? Nein, schade, kann ich nicht reingreifen. Ein gut geöltes Getriebe. Luke, krieg ich die auf? Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Ja, hat du hier weißt. Irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Oh nein. Okay, die Luke. Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lass ihn mal lieber zu. Okay. Zahnbürste, komm. Hat man doch im Koffer drin. So. Socken mitnehmen. Proviant mitnehmen. Funko, ich nehme die Zahnbürste nicht ran. Finde ich ja blöd. Kann ich mit den Socken an die Luke ran, wenn ich die um die Hand nehme oder so. Damit kriege ich die nie auf. Okay, komme ich da hoch? Mittlere Hebel, linke Hebel, rechte Hebel. Kommt man da entlang? Nein, kommt man nicht. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Ja, die Antwort ist uns bekannt. Da haben wir vielleicht die Luke aufkriegen. Wieso? Die sind doch noch gut. Okay, als Handschuh kann man sie nicht verwenden. Da ist die Klappe. Nein, da will ich die Dinger solange nicht... die Klappe zu... Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Hier hättest du den auch mal mitgenommen. An die Zahnbürste komme ich aber leider nicht ran. Das wäre nämlich das... So, damit... habe ich schon alles ausprobiert. Aber warte, nicht kommen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ah, warte mal. Es kommen aber Sachen jetzt... Das Gelbe scheint blockiert zu sein. Wenn ich den werfe auf irgendwas... Werfen geht nicht. Mit Essen spielt, es sei denn, es ist wirklich... Ja, keine Ahnung, wie man sowas aufkriegen soll. Mit Essen, es sei denn... Da in die Klappe kriege ich auch keine... Damit kriege ich die nie auf. Unten reinstopfen. Und das Essen ist auch weg. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Ein gut geölt. So, kann ich das aber wieder reinschmeißen? Jetzt mit der Socke dran. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Da sind schon genug Ölflecken drauf. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade erst. So viel habe ich schon. Ja, nee, ich will es nicht in die Socken reinstecken. Ich will das und dann. Da jetzt was ich spare wäre? Mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Hey, ganz schön, solange er. Ja, okay, jetzt verschwindet er wieder, ich weiß schon. Klappe ist eine Wartungsklappe und du hast rausgeholt. Was ist, wenn ich jetzt doch mal versuche, die Luke aufzumachen? Mir fliegt jetzt schon, ich lass ihn. Okay, die Zahnbürste komme ich nicht ran. Und Müll fliegt ja auch keiner runter, schade.
kommt immer nur zu hintersten. Da ist eine. Ah, ich kann vielleicht an die Klappe jetzt direkt ran. Ihre Form erinnert mich an etwas. Sieht aus wie ein Boomerang. Hätte ich ab. Ah, Klappe mit Socke. Blockiert das Ganze. Ich will die Klappe rausreißen. Ah, deswegen sieht aus wie Socke. Okay. Was ist, wenn ich jetzt das Ding da nehme? Und ich bin die Wasabinus im Getriebe des Organon. Ja, aber okay, er hat nicht das ganze Glas reingeworfen, sondern nur einzelne Nüsse. Komm ich da rein? Er ist überqualifiziert, genau wie ich. Ja, okay. Da, an die Hebel. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Kann ich da mit einer Zahnbürste jetzt ran? Ja, da vielleicht, Luke. Mir fliegt jetzt schon Dreck zu, ich lass ihn. Die Luke aufkriegen. Ah. Wupp, wer läuft da oben rum? Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Oh oh. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Kletis davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Das klingt ja schon mal gut. Orbit-Elf. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Ich vermute, das ist keine gute Idee. Das kann ich so und von Gott nicht von unten nach oben in die Klappe rein. Wo? Ah, da komme ich jetzt raus, oder? Sie steht am blauen Hebel. Aha. Nehmt das! Nein, nicht! Ah. Was ist das? Ah. Ah. Oh, das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Sie hat dich erwischt. Ach, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Piu, piu. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Was wird das? Oh oh. Ich wollte die Kommandanten auch noch runterschmeißen. Schade. Autsch. Aua. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Schon schmeißt du sie aus dem Raumschiff raus, genau. Ein Stier. Freigegeben ab 6? Wie langweilig ist das denn? Mitnehmen, wenn das klappt. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Ja, ich weiß, warum freigegeben auf 6. Motorhaube, krieg die weg. Oder aufmachen wenigstens, was ist da drin? Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Komm ich da rein in den Truck? Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Okay. Windschutzscheibe. Die Scheibe ist völlig verdreht. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Könnte ich die Zahnbürste gebrauchen? Schwarzes Brett. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine.
Oh, ich habe das Gefühl, mit dem Dackel hat ich was zu tun. So, zum Dorf. Oder kommt es sonst nirgendwo hin? Nee. Dann mal schauen, was im Dorfkern alles los ist. Was ist denn hier los? Ist da hinten mein Sidekick, mein Kleiner? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Ja, sie haben echt alle einen Schlag. Hier geht's zu Tonis Laden. Okay. Wenzels Haus? Tonis... Ah, das ist der Tunnel zu Tonis Hütte. Hier geht's nicht rein. Den krieg ich nicht. Zum Wassertank. Okay, mal schauen, was es im Rathaus gibt. Die Gasse will ich nicht. Rathaus, das ist Wenzel. Schau mal. Glaube ich. Hör mal der Reihe nach! Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Ja, dann versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Ach du Scheiße. Lotti, klingt richtig gut. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Öffnungszeiten. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Ja. Hebel, ziehen. Was kann man da machen? Guck was aus dem Automat raus. Hoffmaß. Warte Nummer. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Nicht, wenn die 1, 2 und 3 haben. Magneten. Wollen wir mal klauen. Halten trotzdem noch okay. So. Mit der kam ich zum Sitzungssaal. Büro des Bürgermeisters. So, was wollen die denn eigentlich hier unten? Nette Hüte. Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplan hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Den kann man wohl alle zusammenreden. Ich verschwinde. Lobo, nee, ja. Ich verschwinde. Ich kann mit Lotti nochmal reden. Mit Lotti. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Ich finde das so genial. Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Flätzchen. Ja, die Stimme ist gut. Also ich weiß ja, dass Gronkh mitgespielt hat. Der männliche klingt so ein bisschen wie Gronkh. Ja, ich verschwinde jetzt einfach und... Lass dich nicht aufhalten. Sitzungssaal. Da liegt's. Was ist das cool. Für ein Kerl? Ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Warum mache ich das eigentlich hier? Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant.
Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Okay. Filmsequenz. Was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Okay, klingt ja nicht so gut. Goal. Anfassen hey, verboten cool. Hohohohohol. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Ja, so siehst du aus. Gehst mal rein mit dem Wiener Mann. Türknopf hier, kann man rausgehen. Komm ich da hin? Ja. So, und komm. Ich mag Karton, okay. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Wollte mal zum Dart werfen? Luftballon mitnehmen. Kann ich die jetzt aufblasen irgendwie? Das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan war nur der falsche Tag. Was? Na, nochmal. Das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit den Ballons war gut. Es war nur der falsche Tag. Okay. Mal wieder Schrott gebaut wahrscheinlich. Kann ich sie mit den Luftballons aufwecken? Richtige Taste drücken. Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Okay, wohl nicht. So, das war's. So. Tür wieder zu. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuwak. Der Tag meiner Abreise. Moment mal, steht da etwa auf nimmer Wiedersehen Rufus auf den Ballons? Oh. Nein, der Tag. Moment mal. Ja, sie sind wohl sehr traurig darüber, dass ich abhauen will. Selbst meine Ex-Freundin Toni. Wieder weg hier. Zum Bürgermeister komme ich da rein. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Wow. Hab doch schon eine. Nummer 66. Kann ich mich da hinhocken? Nein, kann ich nicht. Da ist noch Raum, okay. Mal schauen, ob ich da zur Poststelle. Stopp! Das Postamt ist bis auf weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat! Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Kann ich? Damit? Das muss nicht gewartet werden. Ja gut, nein, ich kann die nicht da irgendwie als Uhrzeitchen kloppen. Okay, gehe ich mal wieder raus. So, was haben wir hier noch? Der Reihe nach in die Gasse. Die kann man ja schon.
Kupferstation. Papagei. Aber Leute, ich sehe jetzt gerade schon, mit der Zeit ist jetzt ein bisschen lang geworden. Ich werde jetzt wahrscheinlich die Aufnahme in zwei Teile mal schneiden. Und ja, ich gehe nochmal raus. So seht ihr wohl unser kleines Dörfchen auf der Mülldeponie aus. Irgendwo dort geht's auch zu unserem Haus. Wir wollen jetzt Goal an uns reißen und mit ihr nach Elysium wiederkommen. Wie das funktionieren soll, habe ich noch nicht ganz verstanden. Hat wahrscheinlich er selber auch noch nicht, der da, unser kleiner Rufus. Aber ich habe jetzt euch so mal den ersten Teil gezeigt. Ja, wie ihr wahrscheinlich an meiner Stimme zuschauen könntet, ich finde ihn super witzig an den meisten Stellen. Halt ein typisches Click-and-Point-Adventure, manchmal ein bisschen blöd, wenn man halt gerade auf dem Schlauch steht. Ja. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Ganze wird jetzt in meiner, habe ich versagt, Beiecke landen erstmal. Wenn ihr euch wünscht, dass ich daraus irgendwie noch ein eigenes Let's Play mache. Also ich habe alle drei Teile aus der Deponia-Reihe. Also ein ganzer Haufen Spielspaß. Dann würde ich daraus vielleicht auch ein eigenes Let's Play machen. Aber ansonsten lasst doch einfach Kommentare da, wie und ob es euch gefallen hat. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute.